Was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und der Fortsetzung der Loadout-Serie, ja, in 2020-Version. Diesmal auch wieder nicht komplett günstig gehalten, auch nicht zu teuer gehalten, sondern mit einem gesunden Mischmasch. Diesmal haben wir hier einen Komplettwert von ungefähr 140 Euro ohne Knife. Und ja, ich bin mir sicher, dass auch da wieder einige Skins am Start sind, die ihr vielleicht nicht so auf dem Schirm habt. Und ja, die man einfach so, die ich so ausgekramt habe, die ich mit ins Loadout packe, komplett blue hier. Wir starten einfach mal in der gleichen Reihenfolge, wie auch schon beim Red Loadout. Wir machen immer so die gleiche Reihenfolge, Pistols, Rifles, SMGs, Schrotflinten und so weiter und so fort. Und ja, ich würde sagen, es geht los. Also wie gesagt, Jungs, ne, das sind hier Skins, die würde ich ins Loadout packen. Es kann natürlich sein, dass dem einen oder anderen hier andere Skins gefallen. Ich sag's auch jetzt schon mal, wir haben den 24.03. Das sind die aktuellen Preise. Wenn ihr das Video später guckt, nicht wundern, ja, weil manchmal hatte ich so in den Videos, dass die Leute dann irgendwie sich beschwert haben über die Preise, weil sie die paar Monate später dann gesehen haben, das Video. Also wie gesagt, aktuelle Preise für den 24.03. Und ja, wir fangen an, Jungs. CZ Auto, ja, CZ75 natürlich. Poison Dart finde ich am gechilltsten. Ist ein Skin, den man nicht so häufig spielt. Deswegen hier finde ich in Minimal Wear für 1,11 Euro finde ich den eigentlich echt am entspanntesten. Yo, dann haben wir einen Skin, der sehr wichtig ist, Jungs. Desert Eagle. Ja, hier müsst ihr besonders drauf achten, weil dieser Skin in unterschiedlichen Conditions teurer wird. Viel Tested kostet der hier so ungefähr 15. Und Minimal Wear haben wir ihn aber aufgeschrieben, 19 Euro. Also ich würde ihn nicht unter Minimal Wear nehmen. Der hat hier auch schon wieder nicht so eine gute Condition, wie ich gerade sehe. Aber das ist Minimal Wear, weil der ist ganz schnell oben scratchy. Also guckt, dass ihr Minimal Wear bekommt, auf irgendwo auch immer ihr das holt. Und dann mit einer guten Float. Weil desto besser wird oben hier der, ja, ganz oben auf jeden Fall, desto besser wird es aussehen. Gerade wenn ihr das halt spielt, wird es nice aussehen, wenn ihr das in einer guten Condition in MW holt. FN braucht man nicht unbedingt. Dann hier ein Skin, Jungs, der gefällt mir wirklich, wirklich irgendwie ziemlich, ziemlich gut. Sehr günstig auch in FN 145, ich weiß, Duels spielt man nicht. Diesen Skin würde ich mir wünschen, vielleicht auf einer anderen Waffe. Also ich muss sagen, die Harmonie von diesem dunklen Blau mit diesem hellen Blau hier, das sieht verdammt nice aus. Also Valve, bitte diesen Skin auf einer anderen Waffe, einer M4 zum Beispiel, würde ich sehr, sehr, sehr feiern. Als 5.7 haben wir hier die gute Monkey Business, die Banane. Ja, viel testet. 1,92. It is okay. Ja, Jungs, kommen wir zu einem sehr wichtigen Thema, der Glock, ne? Ihr wisst es, ihr wisst es. Ja, leider sehr wenige Glock-Skins in Blau. Also, gefällt mir eigentlich fast alles nicht, außer diese Glock Offworld. Die fand ich schon immer ganz sexy. Vor allem kann man sich die auch günstig in Stat-Track holen. Kostet hier nur 56 Cent, also ziemlich, ziemlich nice. In Stat-Track weiß ich jetzt nicht, aber 56 Cent kann man sich die in FN holen. Leider, ja, gibt es von der Glock her nichts Geileres irgendwie. Ja, oder sowas sollte es als Glock geben, natürlich. Auch verdammt nice. Ewig nicht mehr gesehen in-game. Irgendwie ziemlich, ziemlich, ziemlich vergessener Skin. Viel testet hier für 6,01 Euro. Finde ich ein ultra nicer Skin. Vor allem das Blau ist sehr schön. Also ich glaube, da braucht man nicht viel zu sagen. Das ist einfach ein geiler Skin. Ja, den wird man sich auf anderen Waffen wünschen. Verdammt nice. Kommen wir zu P250 Valence. Hier muss ich sagen, gefällt mir die blaue P250 Undertow besser, aber sie ist mir das Geld nicht wert. Also man hätte hier die Undertow zum Beispiel reinnehmen können. Die wäre dann so bei 15 Euro, 16 Euro gewesen. Aber das ist es mir definitiv nicht wert für eine P250. Und deshalb habe ich hier die Valence reingenommen für FN für 60 Cent, weil ich finde die auch ganz nice. Und da muss ich nicht unbedingt die 10, 15 Euro da mehr ausgeben. Also ihr seht schon, ich überlege halt auch schon, ob das worth ist so, wie ich das machen würde. Natürlich gibt es manchmal geilere Skins, aber den Aufpreis sind sie mir einfach nicht wert. Und deshalb nehme ich dann zum Beispiel günstigere Skins rein. So, Jungs, dann haben wir hier so einen Revolver. Was ich, erzähle ich euch gleich. Also erstmal haben wir hier Revolver, wie auch immer, Llama Cannon, Minimal Wear für 3,22. Sehr interessant ist, desto schlechter die Condition ist, desto weniger blau ist es. Also der wird dann so grau und fast schon Richtung des Griffs die Farbe. Also hier, der muss eigentlich Minimal Wear sein. Field Tested vielleicht mit einer guten Condition auch noch. Aber ja, er wird immer weniger blau. Also der müsste es schon sein, damit er reinpasst. Weiß ich nicht, könnt ihr jetzt auch wieder entscheiden, ob ihr das reinnimmt oder nicht. Gehört halt in ein Red, Blue Loadout, von daher ist er mit drin. So, dann haben wir die hier, die Tech 9 Decimator.
Hier kann man sich drum streiten, Blue Loadout, ich finde ja. Ich habe sogar extra einen Freund gefragt, er hat auch gesagt, ja safe, Digga, die muss ins Blue Loadout. Auch wenn hier viel Magenta am Start ist, ich finde es trotzdem nice von Blue Loadout. Ist mit Abstand wirklich die geilste Tech 9. Jo, haben wir auch hier wieder einen verdammt wichtigen Skin, USPS. Und den finde ich übertrieben nice. Also USPS Blueprint hier für 5,20 Euro in Minimal Wear. Sehr, sehr, sehr nice. Gab es damals, als ich die ersten Loadout-Videos gemacht habe, gab es die auch noch nicht. Ich glaube, der Boy, also Bieber, hat die Tage sich so ein Ding geholt und hat hier verdammt nice Sticker drauf gemacht. Also mit blauen Stickern sieht das Ding auch nochmal richtig, richtig geil aus. Ich weiß nicht, ob er es jetzt gemacht hat, aber das ist wirklich ein nicer, nicer Skin. Und ich muss sagen, für 5 Euro kann man sich das Ding auf jeden Fall mal schmecken lassen. Jupp, dann haben wir schon die Rifles, meine Damen und Herren. Frontside Misty sind wir angekommen. Ja, würde ich jetzt... Ich weiß, das ist jetzt nicht wirklich mega das Blue, sondern mehr Türkis. Aber ich finde trotzdem, sie ist nice und passt irgendwie rein. Und für 15 Euro geht das schon klar. Also ich finde die nice. Man braucht die auch nicht in besserer Condition, dass es jetzt viel testet. Natürlich denkt euch den Sticker weg. Ich weiß auch gar nicht, warum mir der Sticker hier angezeigt wird. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, that's it. Haben wir eine AUG, die vielleicht nicht so bei vielen auf dem Schirm ist. Die kostet allerdings auch 10 Euro. Hier ist ziemlich clear in so einem, ja, in so einem Art Metallic Blau. Finde ich ganz, ganz nice. Vor allem solche Waffen kann man nice bekleben mit Stickern. Also auch hier, da werden vielleicht viele streiten und irgendwas anderes nehmen. Vielleicht so ein Aristocrat oder sowas. Weiß ich nicht. Aber ich würde das Teil nehmen. Es gefällt mir echt ganz cool. Vor allem wegen dem Ding mit den Stickern, dass man da gut arbeiten kann. So, um es noch auch noch relativ günstig zu halten, würde ich hier die Man of War nehmen. Ich muss ja auch sagen, eine Zeit lang fand ich die wirklich, wirklich scheiße. Real Talk. Aber irgendwie auch dieser Skin ziemlich in Vergessenheit geraten. Und aus diesem Grund gefällt er mir irgendwie wieder ganz gut. Kann man auch bestimmt wieder nice bekleben. Vielleicht mit einem blauen Sticker auf dem Scope. Sehr cool auf jeden Fall. Ja, wer zu viel Geld übrig hat, wer wirklich zu viel Geld übrig hat, klar, Medusa. Ja, gar keine Frage, Medusa. Aber ist es mir nicht worth, Leben nicht, Alter. Auf gar keinen Fall. Wie gesagt, ist nur für die Rich Kids unter euch. Muss eine Medusa her. Ansonsten würde ich die nehmen. Ja, dann hier, simpel und schnell. Farmers After Image ist ein cooler Skin. Brauche ich jetzt nicht viel zu sagen. Ist okay, ist okay. Autosniper, ebenfalls auch nicht viel zu sagen. Ein paar Cents kostet das gute Ding. Ich glaube hier, was kostet das? 68 Cent in FN. Gehört halt einfach in Blue Loadout. Einfach, damit es komplett ist, ne? Yo, Jungs, dann ein Galil-Skin. Den finde ich mega nice. Also auch schon beim Red Loadout haben wir echt einen coolen Galil-Skin bekommen. Der hier wirklich auch mega nice. Also eine Zeit lang gab es damals wirklich gar keine Galil-Skins gefühlt. So, und das ist wirklich auch ein sehr, sehr, sehr schickes Teil, muss man einfach sagen. 1,08 Euro hier viel testet, ungefähr 2 Euro Minimal Wear. Dann ist das Blaue ein bisschen cleaner noch, aber ich finde, viel testet reicht. Also, das ist ein Muss in jedem Blue Loadout, das Teil. Jungs, auch ein Muss ist das hier. Ey, yo, was zur Hölle ist das? Was zur Hölle ist das? Ist das ein geiler Skin? Ich glaube, das ist der... Ja, doch. Ich glaube, das ist der geilste M4A1S-Skin, muss ich sagen. Mir würde jetzt auf Anhieb keiner einfallen, der noch geiler ist irgendwie. Das ist wirklich über, über sick. Minimal Wear vor allem auch nur in 7,98 Euro. Kleiner Tipp von mir. Kann sein, Jungs, dass vielleicht jetzt bald wieder passiert. Meta-Changes und so weiter. Vielleicht SG-Nerf. Vielleicht kommt die M41S bald wieder und dann werden die Preise auch wieder steigen, man weiß es nicht. Von mir so eine Überlegung letztens gewesen, ob vielleicht nicht mit der M41S, weil die wird wirklich wenig gespielt, ob die dann nicht vielleicht wieder ein bisschen gebufft wird, um sie reinzuholen. Dementsprechend würden auch Preise wieder steigen. Das ist immer so eine Spekulation, aber das habe ich mir so überlegt. Vielleicht passiert es. Mal sehen. Ja, dann auch schon teilweise ein fast vergessener Skin. M4A4 Desolate Space habe ich damals schon ultra gefeiert. Ist... sehr nice. Vor allem auch günstig. Ja, 11 Euro minimal, viel testet. Und es sieht einfach aus wie FN. Jungs, nein, ich gucke mir hier keinen FN-Skin an. Das ist viel testet. Ja, das ist viel testet. Very, very nice. Gehört auch ins Blue Loadout. Rein damit, Jungs. Rein damit. Ja, CT-Auto-Sniper, muss ich sagen, auch eine Sache, die man kaum spielt. Aber ich finde den Skin sehr nice. Also, es ist super interessant. Ich finde die Komposition aus Blau-Orange, finde ich richtig cool. Fand ich schon immer nice. Vor allem finde ich, dieser Skin könnte auch auf anderen Waffen sein. Würde vielen anderen Waffen auch sehr stehen. Ja, und für wie viel, was kostet der Gute? Ja, knapp 4 Euro. Es geht schon klar. Dann haben wir einen SG-Skin, sehr schlicht auch hier wieder. Das ist so das Pendant zur AUG.
auch mit diesem typischen Blau Metallic Look so, sehr, sehr nice. Vor allem hier auch wieder mit Stickern arbeiten. Sehr, sehr clean, sehr, sehr nice und gefällt mir sehr gut. Und es ist nicht teuer, kostet auch nur 1 € in FN. Yo, Jungs, und dann die Abyss, wenn nicht einer der nicesten Scout-Skins, also Blood in, nee, Platz 1, Dragon-Dings da, ihr wisst, was ich meine, dann Blood in the Water und dann Abyss, wobei Abyss fast schon irgendwie nicer ist als Blood in the Water, glaube ich, I don't know, auf jeden Fall ein sehr, 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 ich will diese Worte nicht aus, in meinen Mund nehmen, geiler Skin, verdammt nice für nur 78 Cent. Angekommen bei dem SMGs, Leute, ja, hier, so ein 19 Cent FN, Mac-10 Skin. Ja, einfach rein damit. Und hier ein Skin, warum nicht davon zum Beispiel eine Mac-10, ja? Also ich zum Beispiel spiele gar nicht MP5, nervt mich extrem die Waffe. Davon einfach ein Mac-10 Skin, weil der ist wirklich, wirklich cool, ja? Blau, gelb, passt richtig nice, sieht richtig cool aus, sehr günstig, 72 Cent Minimal Wear, Jungs. Also wenn ihr die Waffe spielt, dann könnt ihr froh sein, wenn ihr sie nicht spielt, nehmt sie einfach rein fürs Loadout. Viele spielen noch MP7, kann ich verstehen, habe ich damals auch. Ocean Foam hier, wie die P2000. Vor allem, wenn man die P2000 hat, wahrscheinlich eine nice Kombi. Aber, ja, ich finde die am besten. Ansonsten gab es da, glaube ich, kaum was in MP7. Ja, nimmt es einfach rein. 1,41 in FN hier. Bei der MP9 haben wir echt ein Problem, Alter. Echt ein Problem. Also, es gibt nur zwei Stück. Ja, wirklich nur die Pandoras Box und die Stained Glass. Teure Angelegenheit. 17 Euro hier, glaube ich, ja. Damit das Ding, also viel testet 17 Euro, damit das Ding ja einfach im Inventory ist. Ich würde sagen, nicht worth, aber ja, wir brauchen halt irgendeinen MP9-Skin. Die Pandora's Box ist auch sehr teuer. Wir brauchen irgendeinen MP9-Skin, damit da reinkommt. Ich muss sagen, ich spiele MP9 sehr häufig. Trotzdem finde ich es echt teuer für nichts. Also hier Valve, Nachholungsbedarf, bitte blaue geile Skins von MP9 reintun. Das ist ja schrecklich, diese Auswahl. Das ist wirklich traurig. Ja, mit sowas zum Beispiel wäre ich schon bei der MP9 zufrieden, ne? Ja, leider nicht. Haben wir nicht. So, Blue Streak, PP Bison. Ich spiele die Bison gar nicht, aber cooler Skin. 1,10 in Minimal Wear. Gefällt mir sehr gut. Also, gefühlt sind viele nice Skins auf Waffen, die man absolut nicht spielt, ne? I don't get it, man. P90. Jungs, wer spielt das? I don't know. Ich weiß es nicht. Aber cooler Skin. Cooler Skin mit diesen Waben. Sehr, sehr clean vor allem, sehr clean. Finde ich cool. So, was kostet das Ding? 79 Cent NFN. Dann haben wir hier einen Skin, der sehr interessant ist. Vielen wird es gefallen, manche wahrscheinlich auch gar nicht so. Ich finde es gemixt, also irgendwie nice, irgendwie auch nicht. I don't know, aber ist nicht teuer, sieht gut aus im Blue Loadout, 87 Cent NFN. Ja, dann die gute alte Mac-7, wird ja immer noch sehr viel gespielt. Ist wirklich eine starke Waffe. Wenn man das Movement ein bisschen beherrscht und so ein bisschen dieses Rumtricksen, Springen und so weiter. Mac-7 Cobalt Core. FN war das, glaube ich, richtig? Ja, ich rutsche manchmal aus meiner Liste darunter. Also seid mir nicht böse, wenn ich da manchmal... Ich habe wirklich so ein Textdokument mit ganz viel geschrieben, Kosten, Conditions und so weiter und so fort. Also, 35 Cent hier in FN. Nova Moon in Libra. Nova wird ja auch, wie gesagt, immer häufiger gespielt. Erinnert mich hier sehr an AWP Sun in Leo. Ja, erinnert mich sehr an Sun in Leo in FN. Oh, ist lecker. Passt. Ich finde cool, dass alles blau ist. Auch der Griff, das Rohr, alles. Dann hier ein Skin Serenity, den ich damals schon wirklich sehr gefeiert habe. Ist halt leider eine Waffe, die man nicht häufig spielt, aber es ist ein sehr angenehmer Skin. Also ich feiere den irgendwie und für den Preis 1,11 kann man da nichts falsch machen. So, dann haben wir hier den guten alten Haifisch. Ja, gefällt mir wirklich gut. Vor allem, Jungs, haltet euch fest, Geheimwaffe die Waffe, ja. Also, und nicht unterschätzen. Wirklich wird immer häufiger gespielt, auch super strong geworden das Teil. Probiert's mal aus im Game. Übt das Teil ein bisschen, probiert's mal aus. Ihr werdet überrascht sein, was man alles so mit diesem Gerät hinbekommt. Vor allem Close Range oder mit Close Range. Ist wirklich, wirklich stark. Kommen wir zu unseren zwei Heavy Weapons, Jungs. M249 Shipping Forecast. Ich weiß, ist ein bisschen mehr grün als blau, aber hier haben wir nichts anderes da. Factory New hier für rund 2,24 € ungefähr. Ja, dann haben wir noch die Negev Manowar. Ganz günstig hier für 12 Cent. Gibt's leider nicht in FN, gibt's nur in MW, aber sieht trotzdem sehr gut aus. Vor allem finde ich cool, dass das Goldene hier so mit den Bullets matcht. Das sieht ziemlich nice aus. Ansonsten sehr blau, passend auch zur AWP, warum auch immer. Also, ne, warum sage ich das überhaupt? Was hat eine Negev mit einer AWP zu tun? I don't know. Aber ja, Abschluss so als letzte wirkliche Waffe kommen wir zum Knife. Das war's ja auch schon wieder mit unseren ganzen normalen Skins. Das Ganze ungefähr so 142 Euro.
Und ja, jetzt können wir hergehen und sagen, wir brauchen natürlich noch ein Knife. Das Ganze sehr teuer. Aber ich muss sagen, klar, man könnte jetzt irgendwie so Brightwater nehmen, irgendwie sowas, aber oder Blue Steel, aber ich finde, es passt nicht. Da sollte man schon ein bisschen mehr investieren. Also ich finde, es sollte ein Doppler Phase 1 sein, egal was für ein Knife. Angefangen beim Gut Knife hier für 135 Euro Steam Market Value. Ansonsten, wenn euch Gut Knife wirklich gar nicht gefällt, dann geht es weiter mit Flip Knife zum Beispiel für rund 200 Euro Phase 1. Finde ich aber, muss in einen Blue Loadout, weil es sieht einfach wirklich, wirklich cool aus. Doppler habe ich schon immer gefeiert. Und vor allem Phase 2, ja, sieht schon cool aus. Achtet vielleicht nur, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so ein gutes Beispiel, sorry dafür. Aber dass das vielleicht eine Playside ist, so, dass das wirklich auch schön blau vorne ist. Guckt da drauf, gerade wenn ihr schon so viel Geld ausgibt, 135 Euro. Für ein Knife ist ja schon nicht wenig. Das ist nur meine Meinung. Also da sollte man schon mindestens, finde ich, zu einem Doppler greifen. Das ist ja hier kein, wie gesagt, kein Loadout-Video, wo wir nach Schnäppchen suchen und so günstig wie möglich bleiben, sondern dass es wirklich noch matched, passt, nice aussieht. So, ja, meine Damen und Herren, ich würde sagen, das war's mit dem heutigen Video. Mal wieder einiges dabei gewesen. Schreibt mal in die Kommentare, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat und vielleicht, was ihr euch fürs nächste Mal wünschen würdet. Ich habe da schon was in Mind, was als nächstes für eine Loadout-Geschichte kommen wird. Wir werden das Ganze natürlich fortführen und ja, ich würde mich über ein Like freuen. Über einen, wie gesagt, netten Kommentar oder sowas. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Haut rein.